Nee, der Lieblingsspieler von mir ist dann auch von den Italienern schon auch der Insigne von Neapel. Ja, klar, und der ist eben dann mit seinen 1,63 für den Italiener schon relativ groß. Ja klar, hallo, ich war's, der Bundestrainer eben, den Samuel O. Und das ist immer noch das Yogi-Barometer und ich bin eben dann hier noch auch in Herzogenaurach. Bitte? Nee, die Mannschaft ist dann schon jetzt auch abgereist, klar. Aber ich weiß eben dann jetzt auch nicht, wohin. Also, wohin mit mir? Ja klar, ich war dann eben jetzt auch irgendwie 15 Jahre lang Bundestrainer und jetzt bin ich eben dann auf einmal irgendwie nur noch ganz normaler Mensch. Toni Kroos. Ja klar, der ist jetzt dann schon aus, sagen wir mal, auch zurückgetreten, klar, und hab dann beim Toni auch angerufen und hab gesagt, Toni, ich hab gar nicht gemerkt, dass du überhaupt dabei warst. Der Unterschied ist dann schon auch, dass der Toni Kroos ist auch von sich aus zurückgetreten, während eben vor 2 Jahren der Müller und der Hummels wurden von mir zurückgetreten. Ja klar, wollten dann schon auch nach dem Ausscheiden gegen England noch andere Spieler auch zurücktreten. Ich habe gesagt, Männer, nicht alle auf einmal, einer nach dem anderen. Ja, klar, jeder nur ein Kreuz. Bitte. Nee, ich wollte dann schon auch um Hansis Leben auch ein bisschen erleichtern. Klar, deswegen eben dann das Ausscheiden im Achtelfinale auch mit Kalkül. Warum? Ja klar, weil es natürlich schon als neuer Trainer auch leichter ist, eine völlig desolate Mannschaft zu übernehmen, die man dann eben dann auch neu formen kann. Klar. Ja klar, mir wurde schon auch dann vorgeworfen, dass ich mit der Rückholaktion von Mats Hummels und Müller auch die Hierarchie durcheinander gebracht habe. Was? Nee, das ist natürlich dann eben dann auch Blödsinn, weil wir hatten ja vorher auch keine Hierarchie. Ja, jetzt ist dann Halbfinale. Klar, Italien trifft eben dann aus, sagen wir mal, immer mal auf Spanien. Bitte? Nee, ich denke dann schon auch, dass irgendwie Italien wahrscheinlich oder eben dann auch Spanien auch irgendwie weiterkommen könnte. Das sagt mir eben dann auch mein fußballerischer Sachverstand, klar. Nee, der Lieblingsspieler von mir ist dann auch von den Italienern schon auch der Insigne von Neapel. Ja, klar, und der ist eben dann mit seinen 1,63 für den Italiener schon relativ groß. Ja, der Luis Enrique von Spanien hat dann schon vom Turnier auch gesagt, dass sie einer der 8 Favoriten aus sind. Ja, klar, und ich habe dann auch vom Turnier gesagt, dass wir einer der 24 Favoriten sind. Und das haben wir dann auch mit unserer Leistung auch bestätigt. Bitte? Nee, Spanien ist dann für mich nicht der Favorit, sondern schon auch, sagen wir mal, auch die Engländer, klar. Weil jetzt natürlich eben dann auch alles in Wembley auch stattfindet und es ist ja dann mit der UEFA so auch abgesprochen, steht eben dann auch in den Statuten. Ist halt eine Europameisterschaft und eben dann keine EU-Europameisterschaft, weil sonst hätten die Engländer eben dann, in der Vorrunde schon einen Brexit gemacht. Ja, Mats, ja, er ist noch da. Noch nicht abgereist, er ist der Langsamste. Bitte? Nee, die Engländer spielen schon auch gegen Dänemark, auch vorne drin mit einer Dreierkette. Ja, Harry Maguire, Harry Kane und Harry Potter. Ja, die kommen eben dann alle 3 aus der britischen Fußball-Elite-Schule. Ich glaube, das heißt Hogwarts. Natürlich schaue ich mir dann das Halbfinale auch im Stadion an. Bitte? Nee, nicht in Wembley, sondern eben dann in Freiburg, wo ich jedes Länderspiel eben dann gucke. Da habe ich eben dann auch meinen reservierten Platz. Mein Tipp? Ja, klar, ist dann schön fürs Finale. Oh, Italien gegen England, klar. Sekunde. Mats, super! 2:12. Ach, klar. Er übt gerade einen Rücktritt, ist aber noch zu langsam. Komm, nochmal! What? Oh no! Frage ist, glaube ich, klar. Was glaubst du, wer zieht ins Finale ein und warum? Schreib's bitte in die Kommentare. Außerdem sehen wir uns gleich im nächsten Video, entweder da oder hier den Podcast. Da erfährst du auch, was Rainer Kallmund über, der echte übrigens, über unsere Nationalmannschaft denkt. Wir sehen uns gleich, habe ich schon gesagt. Scheiße, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und auf die Glocke klicken. Und ich bin auf Tour ab Herbst mit meinem neuen Comedy-Programm Mut zur Lücke. Und auf die Glocke klicken.